Willkommen zurück zum DSJ4LP. Heute Zakopane Teil 2. So, Wolfgang Leutzen führt ja und Kamil Stoch hat sich gerade noch so qualifiziert, gleich wie andere drei Österreicher noch. Die einzigen zwei, die weit vorne sind, sind Thomas Mangschner auf Rang 4 und Wolfgang Leutzen auf 1. Die anderen, Norwegen sehr stark geschlossen hier im zweiten Durchgang, dann ein paar Deutsche, dann ja, und dann ist es bunt gemischt eigentlich. Das sind eigentlich, Polen hat auch noch ein paar Vertreter, so drei Vertreter, ja. Das ist okay, Tschechien hat auch noch ein paar, ja, zwei, und Frankreich auch noch dabei. So, dann starten wir mal den zweiten Durchgang mit Kamil Stoch und leichtem Aufwind. Was kann er jetzt hier vorlegen im Gegensatz für die Konkurrenz? Sieht schon mal gut aus, das ist mehr als wie 130 im ersten Durchgang. Okay, doch nicht, auch wieder 130. Er kann wenigstens seine Leistungen halten. Mal schauen, was das wert ist. Emanuel Schedal jetzt dran. Ich habe jetzt leider nicht auf die Noten von ihm geschaut, aber naja. Der sieht eventuell sogar noch besser aus als wie vorhin. Und ja, ist es. Dürfte auch die Noten um Welten besser sein. 19, 3x19, 5. Das ist mal die deutliche Führung von Kamil Stoch. Und das muss man erstmal bieten jetzt hier. Manuel Fettner. Nein, der wird auf Rang 30 zurückfallen, einen Weltcup-Punkt machen. Das war nix. Das war leider nix. Nur 100,5 Meter, das ist Rang 3 und somit wahrscheinlich auch dann später der 30. Platz. So, Andreas Kofler. War Rang 4, Startnummer 4 im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang. Und auch ein kleiner Leck kann ihn nicht stoppen vom Landen und belegt jetzt mal Rang 3. Piotr Schiller ist der nächste auf der Speisekarte quasi. Der sieht sehr stabil aus, aber nicht sehr hoch. Kommt jetzt mal auf 128,5 und Rang 3. Also der von Emanuel Schedal war schon eine Nummer für sich. Martin Koch könnte das jetzt eventuell biegen, wenn die Pfeile auf Aufwind drehen. Der sieht sehr gut aus, den könnte er auch so drehen. Tut er auch. Und sagt gar um 3,4 Punkte. Sehr gut, Martin. So, Taku Takeuchi ist jetzt wieder dran. Und er scheint auch sehr stabil zu liegen. Kommt jetzt auf die 130 rund um. 129 ist mal Rang 3. Aber auf Emanuel Schedal und Martin Koch fehlt dann schon noch einiges. Dimitri Ipatov war Rang 23 im ersten Durchgang. Mal gucken, wie er das jetzt hier anstellt. Auch gut. Das ist Rang 6, leider nur durch die dürftigen Noten. Sebastian Coloredo war auf Rang 22, Italien. Der Sprung war auch nicht das Gelbe gerade vom Ei. Aber der ist okay. Der ist okay. 129,5 Meter, Rang 4. Aber es kommt keiner an die beiden Führenden ran. Es ist unglaublich. Emanuel Schedal schon fast 8 Plätze gut gemacht. Brav. Juri Tepes, wer ist der Nächste? So, der sieht schon wieder viel besser aus. Der kommt an die vorherigen zwei ran, ist aber nur Zweiter. Obwohl er gute Noten hatte, etc. Juri Tepes kommt als Nächstes mit... Was, Juri Tepes, was sage ich denn? Anders Jakobsen natürlich. Und Anders kann's halt. Der wird jetzt genau die Führung übernehmen, tut er auch. Und ist jetzt vor Martin Koch, der einige Plätze gut gemacht hat und am Ende wahrscheinlich so mindestens auf Rang 20 stehen wird. Peter Preutz kann dem Tempo der Vorderen nicht standhalten. Landet mal auf Rang 5. Jutta Vatase hat jetzt leider Probleme mit dem Wind gegenseitig zu den anderen. Mal schauen, was er bei dem Rückenwind zusammenbringt. Es stört nicht viel, aber merkt man dann schon in der Platzierung, dass er jetzt nur Rang 6 erreicht. Ville Larinto startet jetzt auch mit etwas Rückenwind. Sieht nicht schlecht aus. Der ist sehr stabil. Kommt gut runter für diese Verhältnisse und landet auf Rang 4. Noch immer Anders Jakobsen von Martin Koch und Juri Tepes.
So, jetzt kommt Tom Hilde mit so gut wie kein Rückenwind, aber doch da. Der Abschwung war etwas zu früh, sage ich mal, und das merkt man jetzt auch. Er fällt zurück auf Rang 10. Sehr, sehr weit zurückgefallen. Schade. Andreas Tiernan ist jetzt der Nächste. Er belegt Rang 15. Und jetzt segelt er mal runter. Guter Mann, er ist mal Rang 6. Das ist okay. Aber Martin Koch macht noch immer Plätze für Plätze gut, gleich wie Emanuel Schedal. Und Anders Jakobsen wird auch schwer zu verdrängen sein von der Spitze. Vielleicht schafft es jetzt Rune Welter. Er ist etwas schräg in der Luft, also ein bisschen zu steil in der Luft gewesen. Er ist jetzt auch nur Rang 9. Matschekot ist der Nächste, der den Führenden versucht abzulösen. Das könnte jetzt gelingen. Der schaut sehr schön aus. Der war sehr gut. 134 Meter. Rang 1. Sehr brav. Und wer kommt jetzt? Lukas Lava. Ja, der geht auch schön, aber hat Probleme. Deswegen wird er sich auch zwar vorne eher nicht einreihen. Ich wollte schon sagen einreihen, aber naja, dann doch nicht. Okay. Die vorderen drei sind nach der Hälfte des, ungefähr der Hälfte. Das sind ein bisschen mehr. Ja, es kommt Rang 10. Nachdem sage ich kurz einen Zwischenstand an den Kommandanten, nämlich die letzten 10. Owe. Und Wladimir Zograwski fällt auf Rang 19 zurück. Das ist der vorletzte Platz im Moment. Ja, Matschekot führt vor Anders Jakobsen und Martin Koch. Die weiteren Österreicher sind nicht erwähnenswert. Ja, ich bin österreichischer Kommentator. Also erwähne ich auch die Österreicher am meisten. Aber ich bin neutraler Springer, denn ich springe auch selbst. Noriaki Kasai. Der sieht auch... Der geht gut. Und er steht ihn. Das ist mal Rang 2 hinter Matschekot. Und hat jetzt Martin Koch vom Podest vertrieben. Anders Schwannemehl ist der Nächste, der um den Sieg kämpfen könnte. Wieso könnte es kaum noch andere, die fast noch 10 Punkte auf ihn Vorsprung haben? Fast. Naja, 10 werden es nicht sein. Aber 5,5 bis 6 Punkte Vorsprung. Jani Damian. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der hat eine leichte Vorlage und ja. Fällt zurück auf Rang 21. Au, au, au. Andreas Wank war Rang 7, hat schon Podestchancen, wenn er jetzt die Führung übernimmt. Und nein, das macht er nicht, er wird zurückfallen auf Rang 18. Ach, die fallen alle so weit zurück. Simon Amann, der hat jetzt schon berechtigte Siegchancen auch, wenn er auf Rang 1 landet. Wird knapp. Rang 4, boah. Matschekot ist auf Podestkurs schon langsam. Vincent de Camp, Sevoyan ist jetzt da. Und mal schauen, was der jetzt zusammenbringt, ob er nochmal so einen Sprung zusammenbringt. Nein. Nein, das war ein Ausnahmesprung, der fällt zurück auf Rang 14. Thomas Morgenstern hat jetzt leichten seitlichen Rückenwind. Ja, ich weiß nicht, ob der das schaffen kann. Aber sieht nicht schlecht aus, der wird sich auf Rang 6 einordnen, ist ein gutes Ergebnis und fällt sogar hinter Martin Koch. Unglaublich. Jan Matura, mal schauen, ob jetzt Matschekot die Podest, den Podest kann er einnehmen, ja? Das Podest kann Matschekot schon mal für sich verbuchen, es sind nochmal zwei Leute um, nämlich Michi Neumeier und Wolfgang Leutzel, die alte Garde quasi. Mal gucken, was die reißen können. Was können die reißen? Michi Neumeier segelt vielleicht zum Sieg. Der ist jetzt Erster. Und was kann Wolfgang Leutzel dagegen anknüpfen?
Naja, ich bin mir nicht sicher, wie weit er geht. Aber der könnte auch mitkämpfen und es geht sich nicht aus. Aber Michael Neumeier gewinnt vor Wolfgang Leutzl und Maciej Kot. Sind es Martin Koch, 8. ist Thomas Morgenstern, 27. Andreas Kofler und 30. Manuel Fettner. Nicht schlecht für die Österreicher. Martin Koch hat sich sehr, sehr gut zurückgekämpft mit besten Weite im zweiten Durchgang. Ich weiß nicht, ob es Tageshöchstweite war. Nein, war es nicht. Aber ein ziemlich guter Sprung. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Sehr schönes erstes Springen. Das Projekt wird geil einfach. Und ich sage nur, das war DSJ4 mit dem Alex. Springt schon brav weiter.